Hier ist mal wieder eure Axt im Walde und wir treffen uns hier zusammen zu einer neuen Version von The Forest. Nämlich die Version 0.17. Was ist neu in The Forest mit der Axt im Walde? Und ich sag mal, wir hatten hier ein bisschen was zu berichten in der letzten Version. Da gab es einen Umstieg auf die Unity 5 Engine und nicht nur, dass das ausreichend gewesen wäre. Da hat sich jetzt in der aktuellen Version wieder ordentlich was getan. Ja. Ich gehe das mal ein bisschen durch, eins am anderen die wichtigsten Änderungen, worauf ich gleich zu sprechen kommen möchte. Es gibt hier wieder ein Seil bei den Baumhäusern. Ne? Das heißt, hier Baumhaus gebaut, Seil ist dran, muss nicht extra dran gepappt werden und funktioniert auch tadellos. Ja. Was auch ganz neu dabei ist, sind jetzt die Hasen, die ein bisschen heller dran sind. Das heißt, man kann die viel besser erkennen. Und ja, zum Leidwesen von vielen, das Inventar, ja, das hat hier geschimmert wie blöde, das ist jetzt nicht mehr so. Ja, kann man gut alles erkennen. Ja, Inventar, nett. Hier Kassette und Seil, die blinken noch ein bisschen durch, aber im Prinzip schimmert hier die Abdeckplane nicht mehr so. Ja, das ist ein großer Vorteil, da bin ich auch selbst ganz froh drüber. Hatte das hier so einen komischen Glitzereffekt. Was auch ganz neu ist, und in der Zwischenzeit, ich latsch mal ein bisschen Richtung, ich sag, Hauptbucht, ja, da halte ich mich immer gerne auf, wer das noch nicht gemerkt hat in meinen Let's Plays. Oh, sieht ein bisschen öde aus, denke ich. Machen wir natürlich hier, Verifar, Crust und Crust Density, auch direkt mal auf Extreme. Und an diesem Punkt hacke ich mal direkt rein. Draw Distance, ja, diese Option nannte sich in den vorangegangenen Versionen Level of Detail. Ja, es wurde ein bisschen abgeändert. Es gibt jetzt auch einen Reflection Mode. Ja, kann man hier einstellen. Ich habe das direkt mal hochgerissen. Ordentlich. Ja, und wir latschen hier einfach mal Richtung Bucht. Definitiv neu ist, dass das Trinksymbol jetzt nicht mehr irgendwo auftaucht, sondern dort, wo es sein soll, nämlich direkt vor dem Spieler. Ja. Arme und Beine, die man abgehackt hat, die können jetzt auch direkt auf dem Trockengestell abgehackt, aufgehängt werden. Ja, abgehackt werden. Das heißt hier abgehackt werden. Aufgehängt werden. Das heißt Trockengestell ran und einen abgehackten Arm oder ein abgehacktes Bein direkt an das Trockengestell, wie auch sonst immer ein Lurch oder ein Hasen. Oder ähnliches. Was auch ganz neu ist, ist hier die schwere, das nennt sich so, die schwere Stockattacke. Ja, Heavy Stick Attack. Einfach die Maustaste gedrückt halten. Ja. Und dann prügelt der Verrückte hier. Ja, ziemlich heftig drauf ein, ne? Das ist auch ganz neu. Was mir persönlich ganz gut gefällt, ist hier, dass das Steuerungsgefühl angepasst wurde. Ja, das heißt, das Navigieren über Felsen und ähnliches, das ist natürlich jetzt ein bisschen flüssiger, weniger hackend und ruckelnd. Ja, dementsprechend kommt das auch den Höhlenkollisionen zugute. Das heißt, man bleibt hier weniger in den Höhlen hängen, an allen Ecken und Enden. Das ist schon ein bisschen nervig gewesen, das muss ich wirklich zugeben, ja. Und ich gehe auch ein bisschen zurück. Es gab einen Haufen, wirklich einen Haufen grafische Anpassungen, viele Systemanpassungen. Ja, jetzt geht das, wenn man hier runter guckt, ja, ist das schon ganz anders, ne? Ich meine, der Umstieg auf die Unity 5 Engine, das war schon was gewesen. Aber das hier, die Entwickler haben uns ja an für sich versprochen, ja. Mit dem Wasser wird noch einiges gemacht. Das ist jetzt der erste Entwurf. Und hier in der Version 0.17 ist nicht nur ein Entwurf zustande gekommen. Ja, definitiv haben die hier weiter gebastelt. Ja, man erkennt das auch an den Felsen hier. Gibt's überall wunderbar schöne Texturen. Das wirkt nicht mehr alles so flach. Ein bisschen hinten war es ein bisschen flach. Aber, ja. Und wer das bisher noch nicht erkannt hat, so muss Wasser aussehen. Ja, so muss Wasser aussehen. Das ist hier eine trübe Suppe.
Und ich sag mal ganz ehrlich, wer sich hier irgendwo schon an dem See oder im Wasser irgendwo mal befunden hat, in der Realität, ich meine jetzt, ne, der wird auch wissen, hier wird man jetzt gerade nicht mehr betrogen in der aktuellen Version. Das ist wahrlich ein wunderschönes Game. Das sieht hier astrein 1 zu 1 wunderbar aus. Ja, die Sonne geht unter. Ich habe hier natürlich wieder von Soultrinker die Mod-API am Start. Und damit das nicht so ganz gefällt, mache ich hier auch ein schönes Wetterchen rein. Ne? Gute Uhrzeit, damit man hier ordentlich was erkennen kann. Ja, auf jeden Fall zurück zum Wasser hier, die Übergänge ordentlich, eine gute grüne Suppe, so wie sich das für den Strand gehört, ohne ein bisschen gelbgrün. Ja, und weiter nach außen verlaufen wird das dann ordentlich bläulich, das auch dementsprechend nach innen Richtung Küste zu schimmern beginnt. Ja, das heißt, wir haben hier so einen gelb-grün-blau-Schleier drauf liegen. Und das finde ich gut. Das finde ich definitiv gut. Das dementsprechend realistisch. Und weil ich gerade hier stehe, das auch ein neues Baumodell. Das ersetzt hier ein anderes Modell, das es nicht mehr gibt. Hier so ein ausgerissener Wurzelbaum. Auch ganz neu, ja. Und nochmal neu hier den hohlen Baumstamm. Ja, der liegt jetzt hier direkt an der Küste. Da drüben, denke ich, ist auch noch irgendwo einer. Ja, richtig. Hier liegt er ein bisschen rum. Ja, das macht schon gut was her. Ihr habt das vielleicht auch bemerkt. Das Navigieren über die Felsen und ein bisschen rumspringen, das ist wirklich angenehm. Ja, das hakt nicht mehr so. Man bleibt nicht überall hängen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich begebe mich jetzt auch nach einem Schluck von der Polle hier direkt ins Wasser hinein. Und ihr seht das. Das springt ein bisschen. Ja. Da wird das hier dann ganz bläulich. Von dieser grünlichen Suppe auf das Meereswasser übergehend. Nicht vergessen, das Game ist noch mitten in Development, also in Entwicklung. Und ich muss eins ganz ehrlich zugeben, was ich hier erlebe in der neuen Version von The Forest in 0.17, das definitiv bahnbrechend. Ja, diese sogenannten AAA-Titel, die meinen alles Mögliche an grafischer Expertise hier hochzureißen, aber für wirklich ein unabhängiges Studio, das heißt ein Indie-Studio, Indie-Game-Studio, ist das definitiv bahnbrechend. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich schwimme hier jetzt auch mal ein bisschen weiter raus. Was wir noch dabei haben, ihr habt das schon eventuell bemerkt, ja, ich bin hier ganz ruhig im Wasser. Und ein bisschen hat man schon das Gefühl, dass man weggezogen wird. So wie das im Wasser auch ist, ne? Man ist im Wasser drin, die Wellen kommen. Aber wenn man ruhig steht, wird man ein bisschen weggezogen. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich passiert, aber definitiv ist das vom Gefühl her einwandfrei umgesetzt. Ja. Wir haben hier Haie, ihr habt das schon gesehen. Mir ist das jetzt Wurst. Ganz neu ist auch, man muss ein bisschen weiter runterziehen, ja, um tauchen zu können. Das heißt, mit der Maus ordentlich runterdrücken und dann ist gut. Ja, und ich ersaufe hier gerade. Ja, das Auftauchen geht natürlich noch immer ein bisschen schleppend. Ich hau mir hier noch Energie rein, ein bisschen Ausdauer und auch ein Energieriegel. Das wurde auch verändert. Ich denke mal, das Auftauchen sollte ein bisschen schneller vonstatten gehen als das Abtauchen. Und was hier auch neu ist, dazu lege ich hier unser Tauchgerät an. Ihr müsst mal hier die Sounds anhören, ja. Darth Vader lässt grüßen. Ja, aber leider noch dementsprechend verschwommene Sicht unter Wasser, das natürlich nicht so von Vorteil.
weiß auch nicht, ob die Entwickler das mitbekommen haben. Das müsste definitiv mal angepasst werden, dass hier mit dem Tauchgerät definitiv nicht eine verschwommene Sicht aufkommt. Zusätzlich zu diesen ja, Darth Vader Sounds, ein bisschen atmen, ein bisschen schnorcheln, gibt es natürlich auch ganz neu die Sounds für Ertrinken. Aha. Und Lurche, ich denke mal, wir haben hier keinen Lurch in der Nähe. Aber Lurche, die machen jetzt, wenn die weglaufen, ein bisschen heftigeres Geräusch. Ja, das ist wirklich so. Ich muss mal schnell weg. Ja. Man hört das Geräusch auf dem Boden, wie die Lurche weglaufen. Hier ist auch gut zu sehen vom Wasser. Ja, das ist ganz anders als vorhin, wo hier die Wellen durch den Boden durch und fast schon eigene Sequenzen waren, ist das hier jetzt wirklich ein ordentliches Wasser. Auf jeden Fall durch Weglaufgeräusch. Viel wurde angepasst von der grafischen Seite und auch die Felsen. Ja, ihr habt das auch da vielleicht schon erkannt. Die Felsen sehen ordentlich aus. Natürlich haben die vorhin auch in der letzten Version ordentlich ausgesehen. Aber ich sag mal, das ist ein ordentliches Gefühl, was wir hier haben. Mir gefällt das gut. Der Fels sieht jetzt nicht mehr einfach so wie eine Katschwand mit Texturen drauf aus, sondern tatsächlich hier, ich meine, guckt euch das mal an, ja. Hier, ja, in dieser Ecke, ist doch wunderbar. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Außer, das ist wahnsinnig gut. So muss definitiv ein Early Access Game nach ein paar Versionen aussehen, so dass man auch eindeutig das Gefühl bekommt, hier sind die Entwickler dahinter, die möchten sich kümmern und da passiert auch tatsächlich was. Ja. Ja, wie gesagt, grafische Anpassungen, die könnt ihr gut erkennen. Auch Felsen, wie vorhin erwähnt, wurden angepasst. Und im Groben und Ganzen, sag ich mal, ist das auch in der neuen Version von The Forest schon alles gewesen? Ja? Ihr mögt euch definitiv noch das eine oder andere selbst begutachten oder betrachten. Das sollte man auf jeden Fall tun, um das eigene Spielerlebnis ein bisschen ins Gefühl zu bekommen, zu wissen, worauf man sich hier einlässt. Die Version ist aber auf jeden Fall vorne dabei. So wird das definitiv richtig gemacht. Und ich kann zusätzlich dazu noch sagen, im Multiplayer gab es auch ein paar Anpassungen. Das heißt, wir haben hier eine Kollisionsabfrage. Ja. Versammlung der Möwen, ne? Gut, soll mir recht sein. Gibt es jetzt auch eine Kollisionsabfrage im Multiplayer? Das heißt, die Spieler, die Möwen machen mich gerade ein bisschen fertig. Ich stelle mich hier woanders hin. So, im Multiplayer ist das so, dass jetzt auch die Spieler eine Kollisionsabfrage haben. Das heißt, die laufen nicht mehr durcheinander durch. Wie jetzt? Durcheinander durch? Ja. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn man wieder spawnt, ist die Ausdauer auch wieder ganz oben. Ja. Anstatt ganz unten, wo man alles wieder aufladen muss, ordentlich schnell zu essen besorgen muss und so weiter. Es gab auch den Bug, dass hier Kleinspieler Rehe vor sich gehabt haben. In Wahrheit waren das Wildschweine oder umgekehrt. Und was ich auch bei der letzten Multiplayer-Sitzung in der neuen Version definitiv mitbekommen habe, ist, dass in manchen Höhlen. Ja, das können wir uns fast noch angucken, ne? Also nicht die Multiplayer-Sache, aber eine andere Sache. Auf dem Weg dorthin. Ich labere euch ein bisschen voll. Ich denke mal, da hinten ist wieder irgendwas gelaufen. Gut. Auf jeden Fall im Multiplayer kann es vorkommen, dass Client-Spieler, das heißt Spieler, die bei einem Host oder bei einem Server zusteigen, dass die in den Höhlen auf einmal Wasser drin haben. Die schwimmen und schwimmen. Natürlich können die nichts sehen, ne? Und schwimmen hier irgendwo gegen eine Wand und kommen da nicht mehr raus, sterben 30 Mal. Und vielleicht auch mehr. Aber das kann mir definitiv vorkommen. Ja, ich werde jetzt auch mal einen kleinen Sprung machen. Wir sehen uns gleich wieder in der Höhle.
Gut, ich habe gelogen, das gebe ich offen und ehrlich zu. Hier im Hintergrund ist auch gut zu erkennen, ein Wildschwein. Ja, die sind ein bisschen aggressiv, weiß auch nicht, was die so verärgert. Wie gesagt, ich habe gelogen, wir treffen uns nicht in der Höhle wieder, wir treffen uns hier direkt vom Höhleneingang im großen Kannibalendorf. Und ich kletter da jetzt auch mal direkt mit euch runter. Es wird auch schon mal Zappentuster, ich mache direkt das Feuerzeug an. Und was wir uns hier angucken, ist auf jeden Fall eine grafische Anpassung. Ich bin definitiv top begeistert. Das ist hier Realismus grad pur, wenn man mich fragt, ja. Wir haben hier erstens nicht mehr diese schimmernden Lichter überall. Das heißt hier Disco-Höhle. Und das sieht auch genau so aus, wie das aussehen muss. Das ist hier jetzt eine Höhle, ja, eine meiner Lieblingsstellen mit dem Wasserfall. Und ich sag ganz ehrlich, das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist der schiere, pure Wahnsinn, was ich hier zu sehen bekomme. Und ich lege mir jetzt auch mal das Tauchgerät an, damit ihr das mal begucken könnt. Und ich sag ganz ehrlich, ich will hier raustrinken. Ich will hier sofort raustrinken. Das ist glasklares Wasser, das ich hier vor mir sehe. Ja. Ich bin berauscht. Definitiv bin ich berauscht. Und ich hoffe auch mal, dass das den meisten Forest-to-Forest-Spielen so geht. Ja, dass die auch berauscht sind. Das ist ein wirklich definitiv ein bahnbrechender Schritt in die richtige Richtung. Ich bin begeistert, dass die Entwickler hier hinbekommen haben. Und muss ganz ehrlich sagen, wow. Wow, ich freue mich immer mehr drauf, was hier noch alles kommen wird. Ja. Und an dieser Stelle sage ich mal wieder, ich bedanke mich für euch fürs Zugucken. Ich hoffe, dass ich die Neuerungen ordentlich zusammenfassen konnte. Die wichtigen Neuerungen natürlich. Es gibt einen Haufen mehr Neuerungen im Forum bei uns auf forum.2fdforest.net, die man sich gerne durchlesen kann. Und ich sag mal, ich wünsche euch noch was Gutes. Wie immer Grüße an die Mutti und auch den Papi, wenn er mal nicht dabei war zwischendurch bei einem Update. Das war die Axt im Walde und wir sehen uns, ich sag mal, in ungefähr 30 Tagen wieder zum nächsten Update, ne? Tschüss!